herzlich willkommen zum Mittelschatzgipfel Peak 2024 hier in Berlin. Ich freue mich sehr, Sie so zahlreich wiederzusehen. Neuland zu besprechen im Handel ist absolut wichtig. Ich finde es ganz toll, mit neuen Leuten neue Themen zu besprechen. Ich habe ganz viele tolle Menschen kennengelernt und deswegen war das für mich ein voller Erfolg und ich komme gerne wieder. Mit dem Thema Neuland, glaube ich, sind wir gut beraten, natürlich auch die Themen anzupacken, rund um Digitalisierung, um die neuen Megatrends, Nachhaltigkeit und so. Das ist schon interessant, wo die Geschichte gerade hingeht mit den unterschiedlichen Verbundgruppen. Gerade dieses Thema Neuland ist unwahrscheinlich wichtig für den Mittelstand. Diese Impulse, die heute gesetzt wurden, auch im Panel Talk und aber auch dann am Ende, das ist total wichtig. Da müssen wir einen Blick drauf haben und wir unterstützen den Mittelstand in der Digitalisierung, Telekommunikation und insofern passt das super zusammen. Das Land Deutschland hat im Kern durch die Arbeit des Mittelstandes eine ökonomische Stabilität gewonnen, bekommen und erhalten. Sie müssen das Rückgrat bleiben und nicht nur Rückgrat, sondern auch Herz dieses Landes. Das hat diesem Land Wohlstand, Frieden und auch demokratische Stabilität in den letzten Jahren, in den letzten Jahrzehnten, muss man sagen, gebracht. Das sage ich mit einem großen Dankeschön, aber auch mit der Pflichtnahme von mir selbst und der ganzen Bundesregierung. Der Peak sind natürlich vor allem die Begegnungen, also das Treffen der echten Menschen, ja, die sich dann mit solchen künstlichen Themen beschäftigen. Das finde ich viel spannender, weil die analoge Welt ist nach wie vor etwas, was wir brauchen. Also ich bin Veränderungsoptimistin, das heißt, ich freue mich auf die Dinge, die in der Zukunft kommen und wir haben die Chance, sie selber zu gestalten. Insofern, glaube ich, sollten wir die Chancen nutzen, die Digitalisierung und vor allem die KI für das zu nutzen, was wir Menschen am meisten brauchen. Das Thema KI, Cybersecurity, ich glaube, das ist in Deutschland einfach noch ein bisschen zu unterbelichtet und auch noch gar nicht wirklich in den Köpfen angekommen. Also das fand ich am heutigen Tag bisher für mich persönlich das Highlight. Lieber Ludwig, ein Mann mit Tatendrang und Einsatzwillen in mehr als 20 Jahren für den Mittelstandsverbund festgekommen. Herr Dr. Feldmann, Sie haben Enormes für den kooperierenden Mittelstand und den genossenschaftlichen Verbund erreicht. Ich übergebe dir diesen Staffelstab, wünsche dir viel Glück, viel Fortune, das braucht man, Durchhaltevermögen, Kampfesgeist, lass dich nicht unterkriegen, alles Gute. Und du hast mich auch in die Tiefen und manchmal auch Untiefen des Verbandes wunderbar eingeführt, dafür ganz, ganz herzlichen Dank, das ist nicht selbstverständlich. Ich bin sehr beeindruckt von der Professionalität und der wirklich erstklassigen Organisation. Das ist ja immer schon mal die Grundlage. Aber darüber hinaus sind auch die Themen, die hier diskutiert werden, wirklich diejenigen, die Themen, die wir für die Zukunft brauchen. Und insofern bin ich echt froh, hier mal gewesen zu sein. Herr Busbach, gerade war für mich jetzt sehr inspirierend, weil er trotz dieser Funktion und der Erfahrung, die er hat, unfassbar relaxed ist und unfassbar fröhlich. Für mich ist es kein Spagat, Kinder fürs wirklich wahre Leben und die KI vorzubereiten, weil wir, glaube ich, den Fokus darauf legen müssen, die Kids da abzuholen, wo sie sind und sie fürs Lernen zu begeistern. Und KI ist dafür ein wunderbarer Ansatz, ihnen zu zeigen, was für geilen Scheiß man machen kann, wenn man sinnvoll damit umgeht. Wenn es den Mittelstandsverbund nicht gäbe, dann müsste man ihn erfinden.